Alle starren sie mich an, als wäre ich unerwünscht. Willkommen zurück zu Gothic 2. Wir machen es auch auf dem Weg zum Sonnenkreis, wo Vatras mit Freude auf uns wartet. Wir haben endlich alles erledigt, was vonnöten war. Kann ich hier runterspringen? Ja. Ich wollte schon sagen, ich sterbe immer mit trockenem Fuße. Musik bleibt aus. Was ist da los? Und hier endet es. Oh, das ist ja mal ganz was Neues. Hä, jetzt sind da Blutfliegen oben. Und wurden keine da. Ihr seid ja Witzbolde. So, der Landstreicher steht hier immer noch. Was suchst du hier? Für so einen Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammengekrochen sind und ich erzähl dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Was suchst du hier? Für so einen Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Sag mir, durch welche... Andernfalls kümmere dich um... Na, dann halt nicht. Dem musste ich ja auch hier verraten, was los ist. Und jetzt... Naja. Immer diese Frame-Einbrüche, ja. Hier müssten eigentlich die Straßen frei von Suchenden sein, ne? Bam, hinter mir Suchender. Nein. Hey, ist doch noch ein Lurker über. Ja, aber ansonsten eigentlich wirklich relativ frei von Gefahren. Ich wusste es doch. Hätte ich besser nichts gesagt. War bestimmt Latios wieder schuld. Ne? Wir werden dich töten. Nö. Aber endlich haben die mal einen anderen Dialog mal gebracht. Ach ja, und ich habe ja immer noch... So. Das hätten wir. Ach, warte mal.
Da ist ja noch was. Pass mal auf. Eigentlich relativ gefahrlos. Der Schattenläufer ist ja noch genug weit genug weg hier. Hätte ich auch hier latschen können. Oh Mann. Hey! Snapper sind jetzt hier ein paar neue aufgetaucht. Ich wusste es doch. Irgendwann musste es doch kommen. So, was wir auch mal machen könnten, ist jetzt... Hier. Hinein in die Pyramide. Einfach nur so eine Kammer mit einer Truhe. Das Ding ist, ich habe mich da irgendwann reingetraut. Es kommt bei gemoddeten Spielen vor, dass da ein Haufen Skelette drin waren. Ich mich deswegen so fürchtete letzten Endes. So, die Truhe, rechts, links, links, rechts, 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 links. Oh, lol. Da ist sogar der Ork-Schlechter drin. Behalten wir. Gold, Gold, Gold. You are gold. So, da wäre auch noch eins. Ich meine, nichtsdestotrotz möchte ich mich nicht mit dem Feuerwaran anlegen, weil 63 Feuer ist mir noch ein bisschen zu wenig, oder? So, da ist eine Truhe. Ne, links, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das hat's ja voll gebracht. Nochmal eine alte Steintafel. So, jetzt aber ziehen wir weiter. Genug Schaden angerichtet, weil sonst haben wir ja eigentlich alles. Die Folge wird, glaube ich, eher noch ein bisschen still sein. Wenn wir wieder im Minental sind, dann geht's wieder ab. Ach nee, war nur ein Blatt. Schon wieder Bademantel. Ein Bademantel. Aha. Ruckelt immer so stark. Ich habe keine Ahnung, was das in letzter Zeit ist, aber das ist noch lange nicht so störend wie so manch andere Sachen, wie passiert sind während den Aufnahmen. Plötzlich asynchron geworden.
mal probieren. Ah, Bademantel. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich gehe jetzt nicht an ihn ran. Ja, da ist der Nachteil daran. Ich schlag doch zu, Mann! Ja, die Ruhe, die Folge wird relativ ruhig. Ich schrei direkt rum. Weil hier was nicht klappt, wie es klappen sollte. Du. Aber ich sollte wohl noch einmal noch eine Belia-Statue aufsuchen. Wobei, das mache ich, wenn wir drüben sind. Müssen wir durch. Auch wenn dann zwischen alles voll sein sollte mit Orks. Ich habe da echt noch einen Feldknöterich vergessen. So, da sind sie alle drei. Xardas, Pyroka und Vatras. Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. So. Ich weiß, was er hat. Der will jetzt die Raver-Party abhalten. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Jo. Jetzt kommt erstmal eine dicke Raver-Party. Bei Nacht kommt das richtig geil. Perspektive wäre. Oh, hier liegt noch ein toter Novize hier. Kümmert ihn das nicht? Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar.
Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Pyroka? Ihr habt es geschafft. Das Auge Enos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, wir haben auch 10 Lernpunkte, das ist gut. Dann tun wir es. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass wir bereit sind dafür, aber komm, das werden wir an dem austesten. Doch mal den Drachensnapper. Naja, geht so. Am Ende werden wir sowieso nicht mehr können, als in Stärke zu investieren. Immer zu. Ich frage mich, wie ich das noch halten kann. Wenn schon die Paladine nicht davor stehen. Das sieht das irgendwie keinen. Ich weiß nicht, ich kann auch momentan wirklich nicht mehr viel tun. Na gut. Wir werden schon packen, oder auch nicht. Raver. Wieder zurück im Minental und direkt schon ein toter Drachenjäger. Ja, mei, wie kommt denn das? Wie gesagt, ich sag mal, ich fühle mich immer noch nicht so wirklich bereit dazu, aber was für eine Wahl haben wir jetzt?
Da beißen wir jetzt in den sauren Apfel. Ach ja, der Austauschplatz. Da war jetzt nichts mehr Neues. Gut. Gehen wir zurück. Jetzt will ich wieder Gothic 1 spielen. Schauen wir doch mal unten, was da so abgeht. Die haben sich schon ein paar versammelt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Es war genau so, wie du sagst. Biff? Gorn? Gorn ist mit dabei. Brauchst du das nicht zu fragen. Wie ich sehe, hast du dich in Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garons und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. War doch seine Entscheidung. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Aber Hauptsache, die meisten haben schon eine fettere Rüstung als ich. Da ist er, echt eine Frechheit. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Das hat er doch. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Hier hast du was. Wohl bekomm's. Das will doch keiner wissen. Da lacht das Herz. So, jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Das ist wirklich nicht mein. Gerülpst, dabei hat er nicht gerülpst. Oder wurde das am Ende zensiert? Nur um es milder erscheinen zu lassen. Siehst du? Die Gesellschaft rückt uns einfach alle ins Grau. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Hirnloser Narr, ey. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? War doch seine Entscheidung. Das hat er doch vorher gewusst. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Ich weiß nicht, du hast nicht mehr, was ich glauben soll. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Der muss einfach mehr trinken. Hier, hast du was zu trinken? Einfach mal so. Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Probier's doch mal an dem da. So, Biff. Hey. Ich hab mir das schon gedacht. Staubreiniger. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Der muss einfach mehr trainieren. Ich hab keine Ahnung. Ich warte, dass hier endlich mal was passiert. Das war keine große Sache.
Ich glaub, was soll denn passieren? Oh Mann, du bist wirklich nicht von der hellsten Sorte. Wenn ich es wüsste, müsste ich ja auch nicht warten. Ich kann das nicht glauben. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was könnte denn passieren? Du nervst. Pass auf, es ist mir egal, was passiert. Hauptsache, es passiert irgendwas. Wieso machst du da nicht irgendwas? Wenn du nicht gleich aufhörst, dumme Fragen zu stellen, werde ich dir dein dreckiges Maul stopfen. Jo, mach du mal. Ich hab so einiges gehört. Wenn du nur wartest, wird ja nie etwas passieren. Jetzt reicht's! Nicht, dass das alles ist. Schlaf zu! Drauf! Schlaf zu! Fertig! Fertig, das ist gut! Schlag zu! Fertig! Mach ihn fertig! Dem hast du's gezeigt. Hauptsache, der krittet mich immer zu. Und ich? Das höre ich zum ersten Mal. Macht es mit Mühe und Not. Kann ich dir Sachen erzählen? Ich glaube nicht, dass ich dringend viel mehr Heiltränke. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Also Zusammenhalt ist schon mal nicht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ach ja? Das habe ich früher auch immer gesagt. So, mein Freund. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Da kann man sich was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Lass ich lieber die Finger. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Davon lasse ich lieber die Finger. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Das hast du nicht gewusst. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Ist das wirklich wahr? Was hast du anzubieten? Genau das habe ich auch erzählt. Oh ja, doch ein bisschen. Aber was soll's? Was für ein Hammer. Feuerring. Keine Ahnung, sag du es mir. Ist das wirklich wahr? Na gut. Das hätte ich dir vor. So, was ich auch mal machen könnte, ist, ne, endlich mal. Ich bin ganz nah dabei. Das Auge Innos anziehen. Warum sollte ich das jetzt nicht tun? Ja, doch, das höre ich zum ersten Mal. Damit haben wir hohe Rüstung. Habe ich gespeichert? Jo, komm nochmal. Hä? Was? Klöße? Ich wundere mich über gar Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den. Sind aus der Stadt. Hä? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Man muss eben aufpassen, was man so rumhat. So, so. Aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier. Mich brauchst du das nicht. Nimm erstmal einen Schluck. Jo. Ich hab was anderes. Wohl bekommt's. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Mit mir kann man sowas nicht machen. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Okay. Weswegen warst du im Knast? Die Schweine haben mich wegen Wilderei drangekriegt. Wegen 2 lumpigen Hasen. 10 Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt. Was? Das war alles? Na gut, ich habe mich natürlich gewehrt. Oh, ich wollte mich schon sagen. Ich konnte nichts dafür. Der Typ ist gestolpert und hat sich sein Genick gebrochen. Ehrlich. Man erzählt sich ja so einiges. Kommt mir bekannt vor. Du verstehst mich. Die reichen Säcke wissen gar nicht, wie wir behandelt werden. Nee. Das kümmert die überhaupt nicht. Meinst du, mir geht es besser? Das kommt einem wirklich bekannt vor. Gut, ich selber war nie im Knast.
Oder hatte generell mit der Polizei zu tun. Ne, aber... Das mit den reichen Leuten. Ne? Egal. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So, so. Also scheinbar nicht mehr. Du hast das nicht gewusst. Im zweiten Kapitel gab es da noch relativ eine Lücke, aber jetzt dürfte das, Schnee von gestern sein. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Du hast doch keine Ahnung. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, warum... Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Ja. Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtour, die uns rumkommandieren. Ich wäre mir da nicht so sicher. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Also Billa selbst hinter ihm her wäre. Na gut, wir wissen jetzt von Gorn, dass auch Silvio mit ist. Er ist schon mal wenigstens weg vom Hof. Der tyrannisiert auf dem Hof schon mal niemanden. Das war doch schon vorher klar. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Davon lasse ich lieber die Finger. Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erstmal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Kleinigkeiten. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Das kann ja nicht ewig so. Wäre interessant, dabei zuzusehen. Aber ich muss weiter. Sieh zu, dass du wieder über den Pass kommst, sonst fehlt dir nachher noch eins deiner Gliedmaßen. Das hat sich wieder hochgeheilt, du Großmaul. Wobei, aber wenn wirklich jetzt ausnahmslos die Burg umstellt ist, dann bleibt mir nicht mehr als teleportieren. Pass auf, das machen wir jetzt auch gleich.